Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung mit Herz am Herd. Heute mit der blumigen Verena, ganz leicht zu erkennen, und dem blauen Michel. Und dem unserem Griff. Ne? Ja. Dem blauen Michel. Das mit dem Wein kommt doch erst später. Ja. Nein. Am Rubenheimer Weiher sind wir heute. Wie schön. Richtig schön, schön hier. Sind zu Gast bei den Angelfreunden Rubenheim. Ja. Zu meinem Erstaunen gibt es aber keinen Fisch. Es gibt keinen Fisch, aber wir sind ja sehr nah an Frankreich heute. Und dann habe ich mich für einen Cordon Rouge entschieden. Warum? Was? Ja. Genau. Was ist der Unterschied zwischen Cordon Rouge und Cordon Bleu? Cordon Rouge ist etwas herzhafter, etwas würziger von den Zutaten. Immer eigentlich mit rohem, luftgetrocknetem Schinken, hier ein Bliesgauer. Und etwas herzhaftem Käse. Das ist jetzt ein weißer Höfling. Also herzhafter, pikanter. Ich mache noch etwas Paprika dran. Und Salbei, Salz, Pfeffer. Fertig. Gut, dann los geht's. Dazu gibt es schöne, dicke Landkartoffel und einen wunderbaren Tomatensalat. Gut. Und wir legen auch los. Wir fangen an mit den Kartoffeln. Du kannst hier mal Wasser reinmachen. Ja. So, der Michel kann mir mal helfen. Brauchst du nicht zu schälen. Du kannst aber auch schälen. Du kannst mir gerne helfen. Ja, nur rein, Verena. Brauchst keine Angst an. Ich habe schon mal vorgeheizt. Sollen wir so schälen? Oder? Du kannst diese Information. Ja, mal schälen. Ja, mach doch rein. Du kannst nur Wasser kochen. Verena. So. Das sind hier erschwerte Bedingungen. Jetzt. Kannst du unser Wasser mal ansalzen? Ah, jetzt kann ich es ansalzen. Gut, warte. Ich muss noch eine Frage stellen. Ist das jetzt wie bei Nudeln, dass das nach Meer schmecken soll? Nicht ganz so. Aber nee, schon. So, Michel, wie läuft's bei dir? Sehr gut. Kartoffelschäle klappt langsam. Mhm. So, ich mach's ein bisschen einfacher, dass man es auch sieht, dass hausgemachte Pommes sind. Die kann man einfach so. Also man sieht, dass es hausgemacht ist, wenn es nicht so exakt ist. Genau, wenn es nicht so exakt ist und wenn man auch ein klein bisschen Schale noch dran lässt, das kann man auch gern machen. Wird es dann knuspriger? Dann wird es auf jeden Fall schöner. Und hier, und dann legen wir auch schon mal los, alles hier rein. Ach so. Hast du es gesalzen? Ja, habe ich. Sehr gut. Also man muss sagen, die Kartoffeln sind auch hier aus der Region wahrscheinlich, ne? Nein, die Kartoffeln sind, so, das sind jetzt das Frühkartoffeln. Die kommen aus Südfrankreich. Und deshalb haben sie auch eine dünne Schale. Aber es gibt natürlich auch wunderbare Kartoffeln hier aus der Region. Es langt, Michel, alles klar, das langt für uns. Wunderbar. Gott sei Dank. Ist halt nass. Und jetzt sollte es etwas köcheln, ganz zart. Also ich würde sagen, ganz zart köchelt es auch. Ja, und dann stellen wir die Uhr mal auf 10 Minuten. Ja. Mhm. So, Michel, Tomatensalat. Sehr schön. Ich liebe Tomatensalat. Ich auch. Und wir haben auch noch nie Tomatensalat gemacht. Nein. Deshalb ist es heute höchste Zeit. Wie konnte uns denn das passieren? Das weiß ich auch nicht. So, Michel, die Platte kannst du mal einmal drüber reiben. Hier ist ein bisschen windig. Dann haben wir hier die Tomaten, richtig schöne. Das sind ja Riesentomaten. Mhm. So. Also ist schon gut, wenn das auch, sag ich mal, große Tomaten sind. Ja, ich finde für einen Tomatensalat, da kannst du auch schon mal ein bisschen größer. Dann hast du ein kleines Messer. Ich habe eins, mir hier, guck mal. Das ist sehr schön, wenn er mich da unterstützt. Und ich fange schon mal an mit den Schalotten dafür. Machen wir eine kleine Vinaigrette noch. Also ich nehme an, wir schneiden die Tomaten nachher in Scheiben. Ja, guck mal, du brauchst auch gar nicht ganz so groß zu machen. Nee? Nee, ich hab da, ich mach's immer so. Ich setze immer das Messer hier oben an, so, siehst du? Ja. Und dann drehe ich einmal so rum. Ja? Gerade so einmal gedreht. Schon gedreht, gut, das richtet natürlich deutlich weniger Zerstörung an als bei mir. Noch gewinnitlich. Und hab die Tomate trotzdem noch in ihrem. Oh, das ist so, das ist der Unterschied zwischen einem Sternekoch. Das muss ja so schwer nicht aussehen. Das ist ja nicht. Du liebe Güte. Aber guck mal. Alles klar, es geht los. Wir schneiden die Tomaten. Das Messer lieb ich ja. Ja, das ist eigentlich eins von meinen Lieblingsmessern. Wenn ich das Messer hätte, könnte ich auch gut kochen. Ja. So schöne, dicke Scheiben für einen Tomatensalat. So einen Tomatensalat macht man aber schon besser, wenn tatsächlich auch richtig Tomatensaison ist, oder? Ja, da sind wir jetzt ja fast mittendrin so langsam. Aber ich sag mal, im Winter ist das wahrscheinlich ein bisschen geschmacksneutraler dann. Ja, das stimmt. Ja. Also für einen richtig guten Tomatensalat bin ich 100% bei dir. Am liebsten aus dem Garten. Ja. Die Tomaten auch. Die haben eine ganz andere Geschmack. Ja, die schmecken ganz anders. Optimal ist auch, wenn man Tomaten gar nicht kühlt, sondern frisch aus dem Garten. Also sie sollen gar nicht gekühlt werden? Oder im Prinzip braucht man die Tomaten nicht zu kühlen. Früher hat die Oma, die hat sie in der Küche, hat sie auf einem Porzellan aufbewahrt mit dem Deckel drüber.
über 2-3 Tage ging das, gar kein Problem. Und echt? Das ist immer besser für die Tomaten, wie okay, wenn man sie jetzt großartig vorher kühlt. Jetzt wie kannst du hier mal zu dir, Michi? Den Messertest machen. Die Kartoffeln sind jetzt 10 Minuten so drin. Ja. In der Zeit, wo ich meine Schalotten schneide. Guck mal, die sind schon gut. Zeig mal her. So. Ich kann die gar nicht aus dem Wasser heben, so gut sind die schon. Gerade ein Test noch. Noch ein Test? Ja. Oh, immer mit den Fingern in das heiße Wasser. Ja. Ich sehe das so ungern. Ja, gib noch eine Minute oder zwei. Jo. So, in der Zeit bereite ich unsere Vinaigrette vor für unsere Tomaten. Ich gucke dir am allerliebsten, wie du Zwiebeln schneidest. Ja. Das ist wirklich... Ja, ja, heute mal ein... Da wir ein Cordon Rouge machen heute, habe ich mich für eine Schalotte entschieden. Eine französische. Weil die ein bisschen milder ist. Die ist etwas milder wie die klassische Gemüsezwiebel, richtig. Und ich finde es, die Zwiebel passt auch hervorragend zu deinem Outfit heute. Ja, ja. Extra, ich dachte extra. Extra die Zwiebeljacke angezogen. Heute oder? Möchte ich aussehen wie eine Zwiebel. Das war mein Vorhaben, ja. Du kannst mir eine Schüssel geben, die Tomaten brauchen wir nicht mehr, für unsere Vinaigrette, Michel mal. Noch eine Glasschüssel-Tomate kann ich mal wegstellen. Glasschüssel haben wir hier. Glasschüssel, da machen wir unsere Vinaigrette. Fertig. Große oder kleine? Ja, das ist passend. So, dann kannst du mir mal den Knoblauch schälen. Und ich helfe dir. Soll ich mal die Kartoffeln? Wir holen die Kartoffeln mal raus und ich zeig mal gerade noch was. Guck mal. Siehst du jetzt hier, wir haben richtig eine poröse Oberfläche. Mhm. Und diese Struktur, die macht die Pommes nachher wunderbar groß. Das sehen wir mal. Ja. Lass uns mal überraschen. Dann können wir die. Nee, ich glaub's dir. Wir können die Kartoffeln jetzt mal rausnehmen. Und dann kannst du die Pommes, die Kartoffeln mal hier rausnehmen, ins Siebchen rein. Geht's? Ja. Soll ich dir helfen? Das krieg ich schon. Krieg hin. Ja, du kannst mir da vertrauen. Ich brauch zwei. Vielen Dank, Michel. Hast du gut gemacht. Mal lernen. Ach, wenn ich Michel nicht hätte. Ja, ne? Hätte ich auch noch, ne? So, gehen wir noch einmal drüber, zur Sicherheit. Machen wir es noch einmal richtig, zur Sicherheit. So, so. Die Schalotten. Es würde dich freuen zu hören, dass ich unfallfrei die Kartoffeln aus dem kochenden Wasser entfernt habe. Ja, hast du gelernt. Ja, doch. So, den Knoblauch auch in feine Würfelchen schneiden. Den kann man einschneiden wie eine Zwiebel oder man hackt ihn nachher etwas klein. Verena. Was ich eigentlich schon immer mal fragen wollte. Ja. Kann man sich auch einfach machen und den Knoblauch pressen oder ist das wirklich ein zu anderes Geschmacksergebnis drin? Nee, du kannst den Knoblauch auch gerne pressen. Es gibt ja diese Knoblauchpressen für zu Hause. Nur ich bin immer der Meinung, ja, wenn man ein klein bisschen eine Schneidetechnik, eine minimale schon besitzt, spart man sich eigentlich mehr Arbeit mit Säubern der Knoblauchpresse und sonstige Dinge. Und dann, ich finde... Aber vom Geschmack ist es egal. Ja, im Prinzip ja. Gut. Weil der Knoblauch, der zieht ja jetzt gleich etwas in der Vinaigrette und dann gibt er seinen Geschmack eigentlich frei. Und so habe ich hier den Knoblauch als ganzes Element irgendwo. Das gefällt mir persönlich jetzt, wenn ich mir das vorstelle, von der Textur. Jo, ist gut. Wir machen nachher diese schöne Vinaigrette hier drüber und die Zwiebel und die Knoblauch. Ich wollte es mir nur einfach machen, aber ich nehme... Grünwurst sind auf den Tomaten drauf. Und das ist doch schöner, wie wenn nur der Saft irgendwo reinläuft. Jo. Also jetzt mal am Rande erklärt. Brauchst du Zitronen, um das Brett sauber zu machen? Ich brauche eine Zitronenmischel, genau. A, um das Brett sauber zu machen und B, den Saft. Den können wir gleich pressen, ja. Michel, wenn wir so weitermachen, ne, dann müssen wir demnächst bei mir nur noch eine Viertelstunde für die Sendung, weil wir hier so zack, zack, hier nehmen Der Michel ist ja sehr vielseitig begabt. Jo, seit wann? So ganz nebenher ist er noch Vizepräsident beim FC Homburg. So, die kann ich hier schon mal auspressen, brauchst du nicht wegzulegen hier. Nicht die Arbeit weglegen. Nee, hier spielt die Musik. Cliff, mein Name nie mit Arbeit in Verbindung bringen, das weiß ich doch, oder? Etwas Senf, ganz wichtig. Ja. Ja. Ein Hauch von Rotweinessig. Ja. Das passt sehr gut zu unseren Tomaten. Und ginge auch weißer Balsamico? Da ging natürlich auch weißer Balsamico. Gut. Sehr gerne. Und frischer Zitronensaft, Michel. Wie viel brauchst du? Egal. Das kannst du ganz dazu machen. Guck mal, warte mal. Ja. Moment. Es gibt da einen Trick. Kann man aufmachen. Die Presse hat den Vorteil, dass. Man kann es aufmachen. Nee, man kann es aber hier rausschieben. Ja, aber dann gehen die Kerne mit. Gib's rein. Wunderbar. Sehr gut. Du kannst den Schneebesen nehmen, das Ganze mal verrühren. Ich mach dir etwas Gewürz dazu. Salz. Ja. Wer möchte ein klein bisschen Zucker? Ich finde Zucker immer gut, wenn man sowas mit Essig. Gerade bei den Tomaten. Ja. Man hat ja nicht immer
sonnengereifte Gartentomaten. Und dann fehlt es manchmal etwas an Geschmack. So. Ich habe eine Freundin aus Nigeria, die völlig entsetzt war, als sie zum ersten Mal gesehen hat, dass wir in Deutschland oft an die Bolognese oder so Zucker dran machen. Ne? Weil in Afrika sind die Tomaten dermaßen süß, da macht keiner Zucker ja, dran. Ja, das ist natürlich der Vorteil von südlichen Ländern. Da hat man ein ganz anderes Gemüse und Obst. Das schmeckt viel süßer und aromatischer. Reicht das? Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe jetzt den Pfeffer dabei gemacht. Wir haben etwas frische Kräuter. Michel, gib mir mal etwas Petersilie. Ich kann das auch gerade machen, wenn der Michel noch am... Und etwas Schnittlauch nehme ich noch. So, bitte. Du, von der Komm, den Schnittlauch hol ich. Von der schönen Petersilie. Ich will den Schnittlauch. Und ja, so ein Schnittlauch, wie viel? So ein schöner... So? Ja, wunderbar. Genau, das passt. Das passt sehr gut. Und was haben wir denn noch? Und etwas von unserem Sauerampfer kannst du mir mal geben. Und Boric. Das war knapp. Da passiert nichts. So scharf ist das Messer nicht. Boric. Guck mal hier, schön. Das hier ist bei mir aus dem Garten von meinem Hochbeet. Das ist Boric. Ja. Man kennt es auch von der grünen Soße, von der Frankfurter Soße. Und ich habe hier noch etwas vom schönen Sauerampfer. So. Vom Geruch her kennt man das auch gerade schon. Esseglef. Ist das gut, Sauerampfer so wie auf dem Feld? Mhm. Genau. Also es gibt es auf dem Feld oder halt, wenn man es im Hochbeet kultiviert. Tatsächlich. Und dann hat es eine schöne Note, ne? Eine Säure. Und dann rolle ich mir hier so eine kleine Kräuterrolle. Mhm. Und dann kann ich das wunderbar auch klein schneiden. Einfach als hier Kinder mal haben wir den Sauerampfer immer vom Feld so gegessen. Mmh, das ist sowas Feines. Ich liebe das. So, jetzt schneiden wir es einmal so. Man kann natürlich auch zu Hause dann, wenn man nochmal drüber gehen, einfach so mit einem Wiegeschnitt darüber. Das hat ja zu Hause jeder so einen Messergriff, ne? Ja, früher gab es diese Messer auch, gell? Früher gab es auch dieses Wiegemesser. Mhm. So, Michel, mal hier rein. So, Michel, merk, du rührst gern, du beteiligst dich gern hier heute. Der Rührer. Der Michel ist heute völlig... Eifrig ist er. Sehr eifrig. Sehr konzentriertes Rühren. Ne? Er bemüht sich. Ja, stets bemüht. Ne? Stets bemüht heißt, such dir eine andere Arbeit. Ja. Wir emulgieren und rühren jetzt unser Öl in unsere Vinaigrette. Warum hältst du die Schüssel schief die ganze Zeit? Ja, dann spritze ich mir dann eine Pulli. So. Guck mal, wenn du willst, dass es emulgiert, musst du schon auch das Ganze mitnehmen. Ja? So, ne? So. Ja. Siehst du, hier, du rührst. Michel, willst du nicht, deshalb dass es emulgiert? Die Schüssel, der Hersteller hat sich was dabei gedacht. Das ist aber der hat die Schüssel unten abgerundet. Ach so. Dann kann man schön rühren. Also, okay? Ja. So, und dann, der Senf ist unser Emulgator. Und der sorgt dafür, dass das Öl sich verbindet mit dem Rest der Vinaigrette. Michel, ich bin so froh, dass du da stehst. Und so kannst du auch mit beiden Händen arbeiten, weil du die Schüssel nicht hast. Ach so, genau so ist es. Nicht das Ganze drin machen. Nein, mach nur ein. Oh weh. Zart. Das, okay, Michel, sehr gut. Vielen Dank. So, jetzt probieren wir die mal. Da, ob es dir schmeckt oder ob es zu sauer riecht, ist. Die riecht gut. Die kann man schon essen. Der Michel, ein ganzer Löffel voll. Ist gut? Sehr gut. Ein bisschen sauer noch. Bisschen sauer. So, jetzt, wenn einem die Soße mal zu sauer ist, ich habe hier ein schönes Kartoffelwasser, kann ich mir mal geben. Ah, jetzt kommt das Kartoffelwasser. Jetzt kommt so... Ah, Trick 17. Genau, in einer französischen Vinaigrette gibt es auch manchmal, dass man etwas Brühe reinmacht, also Gemüsebrühe. Mhm. Wir haben hier ein schönes Kartoffelwasser, das kann man auch nutzen. Wenn man das gerade da hat. Ist auch nicht ganz so sauer und man hat dann etwas mehr Substanz. So, Michel, fertig ist unsere Vinaigrette. Wir gehen an unsere Pommes. An unsere Pommes. Wir brauchen jetzt ein heißes Fettbad. So, geht's, Verena? Ja, ich dachte, dass das heiße Fettbad da drüben stattfindet, deshalb. So, wir haben unser Fettbad. Das unser ist schön Fettbad. Ja, wir haben auch eine schöne Temperatur. Was brauchen wir dann? Ja, so 150, das ist perfekt. Gut. Und jetzt machen wir unsere Kartoffelchen hier rein. Soll ich zur Seite gehen oder wird das nicht spritzen? Doch. Ist immer besser, wenn du zur Seite gehst, weil dich brauchen wir noch. Ja. Unversehrt. So, das geht. So, wie lange jetzt? Und zwar jetzt 5 Minuten auf 150 Grad. Und jetzt will ich das Ganze relativ farblos, also es soll nicht goldgelb nachher sein. Ich möchte nur, dass es richtig schön weiter gart. Knusprig langsam wird außen, aber noch nicht kross. Ich weiß ja genau, was du vorhast. Du weißt, was ich... Ich kenne den Trick mit dem zweimal Frittieren schon von dir. Genau, also wir haben es jetzt vorgekocht. Es schmeckt richtig nach Kartoffeln noch. Und man sieht jetzt schon, wir haben auch einen kleinen bisschen Temperaturverlust. Ja, da geht die runter, stimmt. Ja, also wir sind jetzt bei 100, knapp 40. Das macht aber nichts, das langt noch.
haben wir das stark riecht auf jeden stehen. Fall schon ja. nach Pommes. Genau. Gut. Guck mal hier, Verena, wie schön das aussieht. Das sieht echt super aus. Und diese, das hat irgendwas von Handarbeit, ja. oder? Absolut. Mm. Sieht echt super sieht aus. Sieht gut aus. Das, ja. das wird ich bin zufrieden. Genial. Nach diesen 5,5 Minuten holen wir jetzt unsere Landkartoffel hier aus unserem heißen Fettbad. Kann eine Landkartoffel eine Pommes sein? Ja, natürlich. Ja. Eine dicke Pommes frites. Man sozusagen. Kann sein, was man will. Man kann sagen, was man will. Hätte ich sie jetzt noch einmal in der Mitte durchgeschnitten, dann wären es Pommes Maxime auch, weil sie schön dick sind. Pommes Maxime? Ja, und so sagt man auch klassisch, sagt man auch Pommes Pont Neuf. In Amerika sagt man, glaube ich, Country oder Western. Ah, Country Potatoes, stimmt, ja. Genau. Die Pommes Pont Neuf ja. lassen wir jetzt etwas abkühlen. Mais oui. Und dann werden sie nachher, wenn sie richtig schön abgekühlt haben, nochmal ganz heiß frittiert und werden bah. Richtig kross. Da freuen in sie dieser drauf. Zeit gehen wir jetzt an unseren Spiritus Rector, unser Hauptthema, unser Cordon Rouge. Gut. Ja, dazu habe ich hier ein Stückchen von der Kalbsoberschale. Dann mal jetzt hier mal kleine Schnitzelchen runter. Ja, also man kann das hier, wenn die Form jetzt so ist, kann man es so mhm. schneiden. Oder ich gehe gleich in den Schmetterlingsschnitt. Mhm. Ja. Ja. Wird auch klassisch beim Cordon Bleu bzw. Cordon Rouge gern so gemacht. Dann habe ich schon bin ich schon in der Form und ach so, das, kann dann hier klar. sogar ein klein wenig zurechtschneiden. Ja. Ich habe jetzt kurz gedacht, das wird dann gefüllt. Und weil ich fülle es ja nachher und dann habe ich nochmal die gleiche Form. Mhm. Ja. So. Dann kannst du mir jetzt mal, es gibt ja einen Trick. Hier gibt es immer einen Trick. Es gibt immer einen Trick oder einen Kniff. Hier ein Vakuumbeutel, es könnte aber auch Glassichtfolie sein oder irgendwas in dieser Art. Mhm. Das lege ich jetzt hier so rein. Ja. ja. Und jetzt wird es. Jetzt halten wir nochmal alles fest. Geklopft, plattiert. Wobei du haust gar nicht so fest. Nein, ne? ich haue eigentlich ganz zart. Und beim Klopfen ziehe ich das Ganze hier schon so etwas in die richtige. So klopft man aus dem 10-Euro-Schnitzel in die Gastronomie 20-Euro-Schnitzel. Ne? so wird Geld verdient. So ne? wird Geld verdient. Ne? So. Guck mal da, wie schön. Hm? Sehr schön. Was für ein schönes Teil. So. So, und jetzt das nächste. Verena, willst du auch mal probieren? Ich hatte schon befürchtet, dass das kommt. Ja, gerne. So, bitteschön. Mhm. Sehr gut. Ah, Verena hat auch motorische Sachen gehen. Mhm. Verena hat auch Gefühl mit dem Hammer, ne? Genau, mit dem Hammer. So? Weißt du, wie alt der Hammer ist eigentlich? Nee. Tatsächlich nicht. Ich kann es ja auch nicht. Ich muss mal die Baba fragen. Aber ich habe den von meinem Vater schon übernommen. Umbrennt. Man sieht es hier, der ja. ist schon bestimmt schon 40 Jahre alt. Ja. Ja. Also gut. älter wie Serena. Ne? Deutlich älter als ich, ja. Deutlich älter, ne? Ja. So, noch? Wunderbar machst du das. Gut, oder? Ja, ja, noch ein klein wenig. Ah ja, ich mache es jetzt nur noch immer richtig. So. Und immer hinten holen, dann hast du mehr, ah, ja. ohne Kraft hast du mehr Power drin. Immer das Ganze nochmal. Oh, wie schön. Was für ein schönes, Schnitzel für unsere Cordon Bleu. Dann wird das Ganze gesalzen. Damit legen wir los. Ah, hier kommt das Salz aus der Mühle. Genau, frisch gemahlenes Salz aus der Mühle. Dazu der Pfeffer. Aus der Mühle. Aus der Mühle. Die Mühle ja. Gut, Pfeffer. Ich mag's. Wie gesagt, Cordon Rouge. Schön würzig. Dann ein klein wenig Paprika. Aber nur ganz klein wenig. Nur klein wenig. Deshalb auch Cordon Rouge auch. Weil es nachher schön. Gehört schon dazu. Ja, ja. ja, es gehört schon dazu zum Cordon Rouge. Okay. Auch wenn das nicht festgeschrieben ist. So, dann etwas von unserem luftgetrockneten Schinken. Ah, da geht ein ganz schöner Wind heute, hm? Ja, mein lieber Mann. Oh. Ab hinein. Ah, das sieht auch gut aus, hm? Sehr gut. Auch sehr schön. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Zutat, auch den Käse. Mhm. Das ist jetzt ein weißer Höfling. Was ist das für eine? Das ist wie ein Brie, mhm. also schön, schön saftig, würzig. Schöne Scheibe hier rein. Ja.
kriegt man doch jetzt schon Hunger. Und Michel, so, jetzt die Salbei, der Salbei hier. Den machen wir jetzt mal auch so. So, jetzt das Ganze schön zusammen. So. So, jetzt, dann baue ich mir jetzt mal eine Panierstraße. Er braucht sich eine Panierstraße. Ja, den Ausdruck liebe ich. Im Fachjargon. Diese besteht immer aus Mehl, Ei und hier in dem Fall Semmelbrösel. Man kann aber auch andere Dinge nehmen. Jetzt volle Power? Volle Power. Ne? So, Mehl richtig gut drauf. Auch gucken, dass die Enden nicht zu sind. Brandrücke, gell? In dem Fall, das geht jetzt noch, weil wir machen ja keinen Schnitzel, sondern einen Cordon Rouge. Warum darf man sonst nicht so fest dran drücken? Das Schnitzel drücke ich nicht so, damit es auch gut aufgeht. Ich zeige aber trotzdem jetzt mal einen Trick. Die Frage ist berechtigt. Hast du etwas Wasser? Und zwar hier. Hier. Ah, ne. Genau. Und zwar, wenn man möchte, dass es schön souffliert, etwas Feuchtigkeit noch. Also souffliert heißt hochgeht, ne? Hochgeht, ja. Genau. So, jetzt habe ich das mit Wasser etwas eingerieben und man kennt es aus der Physik, Feuchtigkeit bei Hitze dehnt sich aus. Oh, wow. Man kennt es aus der Physik. Und ja. Dann kann nachher unser Cordon Rouge kann schön etwas soufflieren. Findest du das noch mal, wenn du das jetzt hier so... Das werden wir nachher hoffentlich sehen. Sieht ja, so. Also sieht schon super gut aus. Schon gut aus. Ja. Soll ich hier schon mal eine... Du kannst schon mal anschalten, Verena. Ist ja. Angeschaltet ist. An, dann kannst du schon... etwas Pflanzenöl hinzugeben. Das ist jetzt Sonnenblumenöl. Muss wahrscheinlich relativ viel, oder? Da kann schon gut was rein. Ich könnte mir vorstellen, dass Cordon Rouge auch eher mein Ding ist. Ja, ich glaube, es kommt sogar fast besser an wie das normale Cordon Bleu, das klassische. Weil's... Könnte ich mal einen Holzlöffel haben, bitte? Natürlich. Ich möchte nur mal sehen, welche Temperatur unser Öl hier hat. So. Ja, schlägt schon Bläschen. Ja. Ich glaube, wir gehen rein. In die Geh mal rein. Wir gehen rein. Eins, zwei und geht genau auf, ne? Gut ausgerechnet. Guck mal da. Man könnte meinen, er macht das beruflich. Ich denke, das könnte sein Beruf sein. Ne? Es ist ja, man muss ja schauen, mit welchen Mitteln, was haben wir zur Verfügung. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nur Sachen hier kochen, die man auch dann super zu Hause nachkochen kann. Und, wenn es unter diesen erschwerten Bedingungen geht, als Profikoch, dann geht das für jeden normalen Menschen. Du weißt, ich hätte das nie gesagt, aber aus deinem Munde ist das natürlich schon schön. So, jetzt schauen wir mal. Die Korn und da geht es schon rund. Ah, guck mal da. Wie schön. Hm? Sieht wirklich wunderbar. So sieht gut aus. Sieht so gut aus. So, Michel, mein Freund, du kannst schon mal ein Ei pellen, bitte, in der Zeit. Das auch. Woran erkennst du das Ei? Aufs Gutes, aufs Gekochtes oder roh, Michel? Das ist jetzt. Am Drehen. Also wir haben jetzt rohe Eier und gekochte. Das dreht sich nicht gut. Mhm. Ja. Und das gekochte Ei, guck mal. Ja, sehr gut. Ja. Also das ist sicher das Gekochte, oder? Das sieht so aus, ne? So, jetzt gehen wir hier das Ballon rum. Ach, sieht super aus. Klein bisschen Hitze reduzieren. So, hier geht's ab. Das kannst du hacken. Die Hacke. Hacke. Oh, hey, mach dir ein bisschen Hacken. Die Hacke. Hacken. Guck, da kommst du mir. Guck mal so. Ja. Klein. Ach, so wie die Zwiebel. Das sind Tomate. Nee, wie die Zwiebel, die ich vorhin gehackt habe. Ah, ja. So, ja. Drehen. Danke dir. Das ist ganz Hacken. Von der Anfang. Mischel. Das ist Zwiebel, nee, das ist Tomate. So, hier geht's. Hier müssen wir aufpassen. Ja. Da geht's rund. Schön. Sehr schön. So, jetzt etwas Butter dabei. Ah, die gute Butter. Sehr gut, Michel. Sehr schön. Butter. So, ein Flöckchen Butter dazu. Ein Flöckchen? Ja. Und jetzt probiere ich das Ganze nochmal mit dieser feinen Nussbutter. Und dann sieht man, wow, wie das sieht man hier. Das sieht das wunderbar richtig, richtig gut aus. Ich mache mit Michel unser Eiersalat fertig. Ja. So, Michel. Oh, super, Michel. Das hast du schön gemacht. Guck mal. So, ja, die Eier in Form und dann hier einfach so drüber. So, einmal. Tomatensalat ist auch was Feines, ne? Tomatensalat mit Eier, das ist... Ich glaube, es wird jetzt zu braun, oder? Wird braun. Ah, dann zieh die Pfanne runter.
Können wir gucken. Ein Traum. Guck mal da. Sehr schön. Eins. Sensationell. Zwei. Du kannst ruhig die Pfanne stehen lassen im Grill. Da passiert nichts. Drei. Vielen Dank, Verena. So, und jetzt unsere Pommes hier rein. Und ab geht's. Jetzt lassen wir richtig schön Farbe nehmen. Verena, ja. In der Zeit rischen wir unseren Salat noch an. Guck mal, deine frischen Kräuter noch drüber. So, die Pommes, da kannst du mal drin rühren, Verena. Wollte ich gerade machen. Ja. Ach, guck mal, da wie schön. Meine Instinkte übernehmen. Super, das sieht toll aus. Das wird hervorragend. Ach, sieht das gut aus. Guck mal da, wie schön. Ein Traum. Ich bin auch ganz beeindruckt. Ein Traum von Landkartoffel. Jetzt lassen wir noch klein bisschen Farbe nehmen. Ich serviere jetzt schon mal unseren Tomatensalat. Und da kommt auch schon die Sonne. Und jetzt hier unsere Vinaigrette drüber. Die Pommes rausholen, Pommes, oder? Sieht gut aus, Verena. Ja, guck. Das sieht doch richtig gut aus. So. Soll ich sie rausholen? Komm, ich komm zu dir. Hier rein. Ganz zart. Ich lasse auch immer das Fett richtig abtropfen. Guck mal, da kann ich so einmal rumgehen. So. Richtig abtropfen lassen. Das sieht gut aus. Mm. Die schmecken bestimmt gut, die da, ne? Die sehen richtig gut aus, ne? Ah, haben wir dir schon gesagt, Michel, du kriegst heute keine. So, ja. Etwas Pfeffer darüber. Pfeffer über die Pommes, echt? Ja, etwas Pfeffer. Nicht, weil wir Cordon Rouge. Du machst hier quasi so ein Pommes-Salz selber jetzt. Genau, richtiges Pommes-Salz mit etwas Paprika, etwas Pfeffer und etwas frisch gemahlenem Salz. Guck mal da, schon wieder was gelernt. Jetzt kann man das Ganze schwenken. Jetzt kriegt jeder ein paar Pommes. Cliff, während du dich tellerrichtest, könnte ich ja schon... Schon mal die Beine holen, ja, natürlich. Hole, ne? So, ah, da kriegt man schon durch, ne? Ja, der so, ein Cordon Rouge. Schön souffliert hier. Zum Cordon Rouge. Ein schöner Wein. Ja. Ein Rotwein, wie passt. Eines der wichtigsten überhaupt für mich. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und heute haben wir was ganz Besonderes, und zwar August Kessler. Weingut August Kessler aus dem Rheingau. Eine schöne Pinot Noir-Lage, was ich nicht wusste. Da gibt es einen sehr guten Pinot Noir, der heißt Cuvée Max. Mm. Max kommt, der Name von dem Weinmacher. Also es ist eine Sorte Trauben aus einem 75-jährigen Reben. Wow. Sehr schön, alle super. Verschiedene Hänge aus 75 Jahren alten also Reben. Ne? Ganz bekannter, super Winzer. Ja, sehr gut. Zum Wohl. Da freuen wir uns. Der Rouge zum Cordon Rouge. Ja. Sehr gut. Es wird hervorragend. So. Hast du toll ausgewählt. Verena, darf ich dir noch ein klein wenig von diesem leckeren Tomatensalat hier? Auf jeden Fall. Auf deinen Teller machen. Den Michel auch? Ja. Ja? Sehr gut. Also, Cliff, die Pommes. Mm. So, guten Wahnsinn. Appetit. Guter Appetit. Boah, sieht guten gut aus. Appetit. Also, die Pommes sind echt so gut. Das sind für mich richtig. So soll ein Pommes sein. Schön souffliert. Schmeckt ja richtig gut. Also, Pommes 1, Cordon Rouge 1. Danke. Jetzt Tomatensalat. Tomatensalat. Wenn man jetzt hier schaut, es ist auch etwas mehr Rouge, das Cordon, durch den Schinken. Tatsächlich 1 plus. Wow. Sensationell. Was will man mehr? So ein schönes Essen. Mit so lieben Menschen wie euch an so einem schönen Ort. Jetzt wird er ganz sentimental. Ich hoffe, es hat Ihnen viel Spaß gemacht heute. Viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal bei unserer Sendung mit Herz am Herd. Tschüss. Tschüss.